Heimauftritt unserer Mannschaft, sondern gleichzeitig das erste Punktspiel einer Crocodiles-Mannschaft hier in der heimischen Arena überhaupt. Zu Gast sind die Coldplay Sharks aus Mechelen. Nach der knappen Punkteteilung im Hinspiel sind unsere Damen heute heiß auf einen Zweier. Mein Kollege Steve Noll und ich freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Bald geht es los, steigen Sie ein in den Crocodiles Express und volle Fahrt voraus. Ja, vielen Dank, Torben. Herzlich willkommen auch von mir hier im Eisland Townsend. Und ja, heute spielen die Crocodiles Damen gegen Mechelen. Wie Torm schon gesagt habe, gab es schon ein Hinspiel. Da haben sich die beiden Mannschaften 4-4 getrennt und es gab jeweils einen Punkt für beide Mannschaften. Und 4-4, da werden sich ein paar Eishockey-Kenner fragen, wie das möglich ist, da bei den Herren eine Punkteteilung es nicht gibt, beziehungsweise ein Unentschieden. Da gibt es immer Verlängerungen und dann anschließend Penaltyschießen. Das ist bei den Damen nicht so. Da ist tatsächlich ein Unentschieden. Wie gesagt, 4-4 ging es aus am 28.10. Und neben 8 Toren gab es auch unfassbar viele Strafminuten. Es gab 48 Strafminuten, 28 bei den Crocodiles, 20 bei Mechelen, was schon eine große Menge ist, gerade bei den Damen. Es gab viel übertriebene Härte, viele Stockschläge, viel Behinderung. Ja, und lass uns einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen. Da ist Mechelen aktuell auf dem zweiten Rang. Nach 6 Spielen haben sie 5 Punkte und kurz dahinter kommen auch schon die Crocodiles mit 3 Punkten nach 2 Spielen. Die haben in Mechelen unentschieden gespielt und gegen Adendorf haben sie gewonnen. Und ja, können mit einem Sieg heute den zweiten Tabellenplatz erobern und dann auch Mechelen überholen. Wir sind sehr gespannt, ob das gelingt. Mechelen hat gestern schon ein Spiel gehabt, auch gegen Adendorf, wo sie 1-0 gewonnen haben. Da haben sie 70 Sekunden vor Schluss noch den Siegtreffer gemacht und sind dann heute, nachdem sie gestern in Adendorf waren, nach Hamburg gekommen. Also ein sehr sportliches Wochenende für die Ladies aus Mechelen, die dann heute Abend nach dem Spiel noch die 600 Kilometer nach Hause reisen und auch nur mit 9 Damen da sind. Also sehr wenig Spieler für 2 Spiele hintereinander. Und ja, Torben, sag doch mal, wer da so mitgefahren ist. Ja, kommen wir zu der Aufstellung der Damen aus Mechelen. Die beginnen oder mit einem Tor wird angereist, Nina von Osterhagen. In der Verteidigung René de Wolf und Sigrid Littke, außerdem Schuik von Kalster. Im Sturm dann Lotte de Gustaner, Eline Lane, Audrey de Tevarger, Femke Bosmans und Lisa Bosmans und außerdem noch Valerie Jena. Das ist es schon gewesen. Ja, 7. Ja, ihr habt auch gesehen, 2 Schwestern bei Mechelen, 2 Schwestern auch bei uns mit den Nix-Schwestern. Zu den Aufstellungen der Crocodiles kommen wir aber noch etwas später. Ja, dann sind es jetzt noch 10 Minuten bis zum Anpfiff. Wir haben Bock, wir sind gespannt und ja,
hören uns später mit der Aufstellung der Crocodiles. Zurück, dann nachdem wir eben die Aufstellung von Michel haben, kommen wir zur Aufstellung unserer Crocodiles. Da haben wir einmal Tor mit der Nummer 30 Vivian Pall, dann mit der Nummer 10 Verteidigerin Mona Reunig, die gleich ins Bild fahren wird. Genau, also Mona Reunig ist eine Verteidigerin, hat schon 2 Jahre Spielerfahrung. Ja, und dann mit der Nummer 16 haben wir Lea Zimmer, ebenfalls Verteidigerin. Ihr Spitzname ist Hockey Twin und sie wird heute in der 2. Reihe spielen. Und genau, dann haben wir mit der Nummer 24 Jacqueline Rodriguez, schon 13 Jahre Spielerfahrung, also eine von den erfahrenen Spielerin, wird heute in der 1. Reihe auflaufen als Verteidigerin. Dann haben wir mit der Nummer 26 unsere 2. Transferkarte, Patricia Garcia Janeiro, hat auch schon 9 Jahre Spielerfahrung, Spitzname Patty, kommt aus Spanien, wie gesagt, neben Jacqueline Rodriguez unsere 2. Transferkarte. Dann haben wir mit der Nummer 3 Sophie Marie Socour, Stürmerin, wird heute in der 2. Reihe, nee, in der 3. Reihe, Verzeihung, als Mitspielerin auflaufen. Dann haben wir die erste der Nix-Schwestern, Emily Nix, wird in der 2. Reihe spielen. Natürlich mit ihrer Schwester Paula Nix, die Nummer 5 trägt. Zusammen schon 25 Jahre Eishockey-Erfahrung, also da erwarten wir einiges, sind auch schon gut rumgekommen. Torben, wo haben Sie schon überall gespielt? Über den HSV Erfahrung in Schweden gesammelt und dann über Ingolstadt aus der Bundesliga, gerade frisch wieder zurückgekommen nach Hause. Genau, dann haben wir Mitte Nummer 7 Lucy Gehlhaar, ebenfalls aus Ingolstadt und
aktuell unsere Topscorerin. Nach zwei Spielen hat sie bereits 5 Punkte gesammelt, wird in der ersten Reihe als Mittelstürmerin eingesetzt. Dann haben wir mit der Nummer 9 Melanie Cousins, Mittelstürmerin in der zweiten Reihe heute. Auch schon lange Jahre Erfahrung, lange Jahre bei den Crocodiles gespielt, auch trainiert als Trainerin. Dann haben wir mit der Nummer 12 unsere Kapitänin Ronja Helms, Spitzname Ronny. Und dann mit der Nummer 13 Valerie Stammer, die heute gemeinsam mit Sophie und Celine in der dritten Reihe als Außenstürmerin eingesetzt wird. Dann mit der Nummer 15 Celine England, Spitzname Hockey Twin, schon 8 Jahre Erfahrung, trotz ihres jungen Alters. Dann haben wir noch mit der Nummer 17 Michelle Klug, genannt Shelly, 6 Jahre Erfahrung, Stürmerin. Dann mit der Nummer 19 Stephanie Ruby. Genau, mit der Nummer 25 Melanie Polster, die in der ersten Reihe als linke Stürmerin spielen wird, hat auch schon ein paar Punkte gesammelt in den ersten zwei Spielen. Und dann mit der Nummer 27 Vanessa Förster. So, und dann sehe ich, dass hier schon die Spielerinnen von Michelin aufs Eis gekommen sind. Also wird es nicht mehr lange dauern, noch 3 Minuten, ja gut, 3,5 Minuten, bis hier der erste Puck fällt. Ja, sind wir mal gespannt, was draus wird. Schiedsrichter der heutigen Partie sind Gordon Bergers und Max Jansen, haben sie zwei alte Hasen eingeteilt, die das sicherlich routiniert hier runter pfeifen werden. Da kommen sie nämlich ins Bild. Ja, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, im Hinspiel 48 Strafminuten und alles nur 2 Minuten Strafen, nicht eine Zehner dabei. Also wirklich sehr viel Überzahl, sehr viel Unterzahl. Sind wir mal gespannt, wie die Schiris heute hier pfeifen werden. Ich denke mal nicht, dass wir wieder so viele Strafen sehen werden. Da hatte ich auch im Vorfeld mit einigen Spielern gesprochen, die gesagt haben, dass es in Belgien gefühlt anders gepfiffen wird als hier in Hamburg bzw. in Deutschland. Kleinlicher, da werden Sachen nicht durchgewunken, die normalerweise in der Liga durchgewunken werden. Also gehen wir davon aus, dass heute wir ein bisschen mehr Spielfluss haben, mehr 5 gegen 5 Situationen und hoffentlich auch viele Tore sehen. Ja, die Damen versammeln sich
zum Torspruch und dann kann es schon fast losgehen. Wir haben, die Damen sind seit etwas über einem Jahrzehnt hier in Farmsen wieder aktiv. Wir haben so viele Zuschauer, es ist lange her, Steven, dass wir das gesehen haben, so, oder? Ja, viele und vor allem sehr laute. Also ich weiß nicht, ob Sie das hören, oder ob Sie das hört. Es wird getrommelt, es wird gesungen. Es wurden Banner aufgehängt, ein großes mit 1990 und auch eins auf, ja, ich würde sagen, das ist belgisch, also wir können es leider nicht lesen. Ja, es ist laut, die Stimmung ist gut. Wir sind gespannt. Hoffen wir, dass die Damen sich davon motivieren lassen. Ich glaube, es ist für alle toll, das mal so zu erleben. Los geht's zum ersten Bulli. Lucy Gehlhardt, der Center der ersten Reihe, wird beginnen. Wir sind gespannt. Schöner Bulli-Gewinn. Okay, dann kommen wir kurz zu den Starting Six der Crocodiles. In der Verteidigung Jacqueline zusammen mit Stephanie und im Sturm Ronja, Lucy und Melanie. Und im Tor mit der Nummer 30. Mechelen kommt über die Seite rein. Faria, schlechter Aufbaupass, jetzt gut abgewehrt. Ah, das noch sicher geklärt, in der Ecke festgemacht von Stephanie. Das war schon eine gute erste Torchance, kann man sagen, von Mechelen. Bisschen Glück gehabt, jetzt noch an der blauen Linie abgefangen. Jetzt müssen wir ein bisschen Ruhe reinbringen, die Crocodiles den Puck hinten ein bisschen sicher machen. Und dann wechseln können. Schnelle Wechsel sind wichtig bei dem Spiel, damit man das Tempo hochhalten kann. Gerade bei Gegnern, die nur zu neunt da sind und gestern schon ein Spiel nicht machen hatten, ist es wichtig, schnelle Wechsel zu machen, das Tempo aufrecht zu halten und da ein guter Schuss. Gut abgewehrt auch von dem Torwart. Ja, Riesenchance von Emily Nix, leider knapp drüber. Jetzt ist es wichtig, gleich genau, wie gesagt, schon Tempo hochhalten, gut reinzukommen. Dass man Gas geben möchte. Latte und der Nachschuss geht rein. Emily Nix hier mit dem 1:0. Das war ein Blitzstart. Toll. Hat nicht lange gedauert. Da hat es schon geklingelt. Das ist nochmal ein Start, den wir uns erhoffen. Erst gut gehalten auf dem Torwart, beziehungsweise gegen die Latte und dann eiskalt. Ja, abgestaubt. Das sind auch die Tore, die uns gefallen. Zweite Reihe bleibt auf dem Eis, gibt gleich weiter Gas. Emily mit einem schönen Tänzchen direkt nach der blauen Linie. Paula jetzt macht den Puck fest, vorm Tor ist Melanie frei, schade, nicht durchgekommen. Jetzt aufpassen in der Rückwärtsbewegung, aber fein abgelaufen von Patricia, super. Und weitermachen. Jetzt geht auch die letzten aus der zweiten Reihe wechseln. Jetzt das erste Eischen der Partie. Und ja, es waren übrigens die beiden Nix-Schwestern, die da beteiligt waren an dem Tor. Die auch in den ersten Spielen davor gut gepunktet haben. Also sie sind eigentlich Punktegaranten zusammen mit Lucy. Ich bin mir auch relativ sicher, dass da heute noch ein bisschen was kommen wird von den beiden. Schön von Japuli zugemacht oben, den Puck im Drittel gehalten, gleich dran geblieben, um Mechelen hier gleich zu zeigen. Wir sind da und wach.
ist besser. So, jetzt wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel. Auch da wieder gleich zugestellt, super abgefangen. Von Mechelen gar nicht die Gelegenheit gegeben, irgendwie vernünftig aus dem Drittel rauszukommen. Das sieht sehr gut aus. Jetzt kann es mal schnell gehen. Valerie Stammer da auf dem Weg. Ah, schade. Schritt zu langsam. Und da sehen wir wieder gleich einer vor und Druck machen. Ah, sehr feiner Pass von Patricia. Jetzt 3 gegen 1. Das könnte doch was werden. Ach, schade, der Puck wurde abgefangen, taucht jetzt noch vom Tor auf, aber Michelin kann klären. Also ich muss sagen, die ersten Minuten gefallen mir richtig gut. Es wird viel Druck gemacht, das Tempo ist hoch, Zug zum Tor. Michelin wirkt noch ein bisschen müde, verständlich nach dem Spiel gestern. Also bin mal gespannt, inwiefern Michelin noch gegenhalten kann. Oder ob die noch weiter einbrechen. Aber jetzt noch eine Chance, nein, auch wieder abgefangen. Sonic wieder als selten verteidigt. Und jetzt erstmal Michelin im eigenen Drittel. Das sehen wir schön, da wie Ronja Helms gleich hinterher geht, gleich gar nicht die Gelegenheit geben möchte, da weiter irgendwie geplant rauszukommen. Und es ist jetzt wieder ein bisschen zufällig über die Bande raus und Michelin hat gar nicht die Gelegenheit, da in den Aufbau reinzukommen. Das machen sie sehr, sehr gut. Jetzt für die Crocodiles die Gelegenheit, mal hinten den Puck aufzunehmen und geplant rauszukommen. Schussversuch jetzt hier. Das ist schon so ein paar Meter vorbei. Ja, da kommt der Puck wieder in die Mitte, aber wieder sicher abgefangen. Jetzt schade, dass der Konterpass nicht ankommt. Aber nun wieder die Gelegenheit, von hinten neu aufzubauen, ein bisschen Ruhe einzubringen und vielleicht auch mal einen geordneten Aufbau zu fahren. Oh, und da Paula sieht, Emily sieht Paula da lauern, kommt durch, ist erste am Puck. Jetzt mal die Gelegenheit. Ah, halten drin, sehr gut. Und da schöne Einzelaktion, schönes Tänzchen, leider nicht von der Fläche geführt. Und jetzt Mechelin im Konter. Schussversuch gut abgewehrt. Keine Gefahr vom Tor. Und jetzt geht's wieder vorne für die Crocodiles. Wobei es in einem Icing geendet ist. Da war das Playbook nicht mehr möglich zu erlaufen. Und so geht's weiter mit Bulli im Drittel der Crocodiles. Gibt es Beschwerden am Tor? Scheint was kaputt zu sein. Oder nicht fest. Ah. Ja, ein bisschen Wasser drauf, dann passt das schon. Bisschen Wasser raus. Neu anfrieren. Dann kann es weitergehen. Nicht, dass es ein Tor gibt wie damals Kiesling gegen Hoffenheim, man erinnert sich. Ist aber ein anderer Sport. So, jetzt geht's weiter. Melanie mit dem Bulli. Ja, zählt als gewonnen. Dann der kleine Puckverlust und jetzt gleich wieder. Mechelin denn mit der Gelegenheit, jetzt muss man aufpassen, da vor dem Tor aufzuräumen. Gut gelöst das Ganze und dann kommt raus mit. Man hat ihn gesehen, wenn er ein bisschen Unordnung ist im eigenen Drittel, wenn die. Jetzt Lea mal mit dem Gang ins Drittel rein. Schöner Pass zu Emily, leider kein nicht richtig Druck hinterbekommen. Aber weiter geht's. Puck bleibt drin. Sophie gut festgemacht. Und da haben wir nochmal die Gelegenheit. Jetzt mit 3 Leuten mal vom Tor. Schöner Schuss. Ja, an den Kopf, da wird abgepfiffen. Und weiter geht's mit dem Bulli. Schade. Schöne Gelegenheit. Schöner Abschluss.
dann 10 cm nach links oder rechts wäre es gewesen. Ja, vor allem wäre der Elfmeterpunkt wieder optimal gefallen, um wieder aus sich und hier aus der Nähe einschieben zu können. Aber gut, der Schuss gegen die Masse kommt, wird abgefunden. Und dann geht es weiter mit einem Bulli. Wieder gut nach hinten weggelegt von Valerie. Da ist jetzt. Jetzt ist die Kontergelegenheit für Mechel immer da. Mit 2 auf 1, aber. Abseits, ich hatte. Gut gesehen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Schade für Mechelin, gut für uns. Das wäre eine super Gelegenheit gewesen. Ich habe gerne das Gefühl, dass sie, wenn sie rauskommen, dann schnell, dann ein Stück weit auf Konter. Also da müssen die Köln jetzt schon mal aufpassen. Jetzt, gut, war es abseits, ist nichts angebrannt, aber. Ja, das ist ein Mittel, mit dem sie es hier scheinbar versuchen. Und ja, mal schauen, ob es klappt. Wir hoffen natürlich nicht. Na gut. Gegengehalten von Celine. Hat leider nicht rausgekriegt, aber... Das Schuss auf die eigene Mitspielerin. Ja, draußen. Gleich mit 2 Leuten Druck gemacht, versucht das... den Punkt wieder zu sichern. Jetzt kann es auf der anderen Seite mal schnell gehen. Aber auch da ist Jacqueline mit Erfahrung, kriegt sie den Punkt da weg. Wir spielen mit 2 Verteidigungsreihen, nur 3 Sturmreihen, sodass der Verteidigungsblock da immer mal wechselt in den Sturmreihen. Den aufmerksamen Zuschauern ist das vielleicht schon aufgefallen. Den anderen erzähle ich es gerne. Jetzt gute Gelegenheit, Mechelin knapp drüber. Das hätte, also Winkel war spitz, aber das hätte ins Auge gehen können. Muss man natürlich wach bleiben und aufpassen, dass das nicht die Regel wird. Sowieso, die letzten Minuten ist Mechelin besser reingekommen. Steven, was sagst du? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, auch mehr Torschüsse, nicht so gefährlich geworden, drüber geschossen oder halt direkt auf dem Torwart. Aber das stimmt. Ich bin gespannt, wie sie das Tempo aufrechterhalten, beziehungsweise wie die Crocodiles darauf reagieren können. Die müssen einfach jetzt ein bisschen ihren Stiefel weiterspielen, ein bisschen... Ah, und jetzt gibt's die Strafzeit. Das war, ja, ein Bandencheck. Ja, scheint sie auch verletzt zu haben. Gegen Melanie. Melanie. Postler, ja. Genau, ist gewesen. Aber scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Spielerin von Mechelin steht schon wieder. Erste Überzahl für Belgien. Gucken wir mal, wie Coach Sarah Spies die Mannschaft eingestellt hat. Dass wir die gut überstehen. Scheint mir auch eine größere Strafe geworden zu sein. Da geht jetzt eine zweite Kugelspielerin auf die Strafbank. Warten wir mal ab. Hören wir mal rein, was es am Ende ist. Ja, 2 plus 10 Strafminuten für Melanie wegen Bandencheck. Das heißt, 2 Minuten Unterzahl, 10 Minuten muss Melanie selber noch Pause machen. Das bringt natürlich ein bisschen Unruhe, kann Unruhe bringen. Die Blöcke müssen umgestellt werden. Schauen wir mal, was das wird. Und jetzt gucken wir mal, was Lucy da macht, wie sie da die Uhr runterspielt und den Puck ohne jede Eile wieder mit zurücknimmt. Clever gelöst. Leider gleich Mechelin wieder im Puckbesitz und jetzt auf dem Weg Richtung Crocodiles-Tor. Ich bin immer gespannt, ob Mechelin den Puck da sicher ins Drittel der Crocodiles tragen kann. Jetzt aber erstmal der Fehlpass und es geht weiter mit dem Icing. Gute Gelegenheit, einmal zu wechseln, Luft zu holen und mit dem Bulli im gegnerischen Drittel da weiter Zeit von der Uhr zu nehmen. Wunderbar. Bulli gewinnt, Paula nix. Emily nimmt gleich den Schuss und ein toller Save von der Torhüterin. Das war gut. Schöner Schuss. Ich würde sogar sagen, das war sehr gut. Schöner Bulli, schöner Schuss, schöne Parade, super. So, jetzt vielleicht gleich nochmal und dann ein bisschen genauer. Paula wieder mit dem Bulli, wieder den Bulli gewinnen, schade. Aber Stefanie hält drin. Ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Manchmal auch in der Unterzahl. In der Tat. Außerdem finde ich Toren oder Zwölle ja immer noch ein bisschen schöner als
speziell meine Tore. Aber jetzt Michelin im Drittel mit der Chance. Ja, Gott sei Dank. Gute Chance von Mechelen, aber jetzt ein toller Pass von der Stefanie auf Emily. Paula kommt in Position, schade, nicht mehr mit rangekommen. Sehr, sehr vernünftig vorgetragener Angriff, schneller Angriff. Der letzte Meter hat gefehlt, schade. Aber jetzt schon wieder Mechelen, es geht hier Knall auf Knall, Seite auf Seite. Und jetzt wieder die Crocodiles Puck rausgekriegt, Ruhe reinbringen und dann ist die Strafzeit auch fast schon zu Ende. Jetzt haben wir noch 8 Sekunden. Das war ein sehr vernünftiges Unterzahlspiel. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, nach Chancen mehr für die Crocodiles. Auf jeden Fall die knapperen Dinger. Also es hätte hier jetzt auch schon trotz Unterzahl 2-0 stehen können. Und jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Noch ist es spannend. Noch steht es nur 1-0. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Michelin da irgendwie jetzt schon großartige Probleme bekommt. Sehen noch frisch aus. Sie sehen noch frisch aus, ja, in der Tat. Auch tolles Weinrot, die Klamotten. Kann man nicht sagen. Jetzt Scheibe tief direkt hinterhergegangen. Ja, da sind wir schneller. Lea, gut geklärt. Dann leider nicht rausbekommen den Puck. Sophie hinterher und dann wieder tief. Und die Spielerin von Mechelen, die da eben zu Boden gegangen ist, ist auch schon wieder zurück. Da scheint alles soweit okay gewesen zu sein. Wenn ich das nicht gesehen habe, musste der Sunny da auch nicht bloß eingreifen. Ist auch wichtig, müssen ja alle morgen wieder arbeiten. Das ist richtig. Oh, jetzt Kontergelegenheit für die Crocodiles. Sophie, schade, dann den letzten Move nicht hinbekommen. Da war in der Mitte Celine ganz frei. Schade, schön wäre es gewesen. Aber gleich weiter im Puckbesitz. Ja, Herr Pohl versucht tief zu spielen, nicht durchgekommen. Aber was meinst du, hätte man da eben Beinstellen geben können? Oder? Ja. Vielleicht schon, ne? Gut. Faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, ne? Das ist richtig. Von daher muss man es ja nehmen, wie es kommt. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommt an den Fernsehgeräten bzw. Computern. Die Stimmung hier ist wirklich ziemlich gut. Es ist laut, es wird gesungen, es wird geklatscht, eigentlich durchgehend. Also ich habe hier noch keine Ruhephase erlebt bei den Fans. Und ich aufpassen, aber super safe von Vivian, die da gar nichts anbrennen lässt. Schnell reingekommen ins Drittel, Mechelin, da schnell den Abschluss gesucht. Aber unsere Torhüterin ist da auf Zack, wach da und ja, hat den runtergepflückt. Wunderbar. Weiter geht's mit dem Bulli im eigenen Drittel. Ja, da ging's schnell. Schnell Bulli gewinnen. Mechelin direkt den Abschluss genommen und wieder gut gelöst hinten. Muss man natürlich gucken, dass man sich da nicht einschnüren lässt. Genau, gut. Jetzt ist der Weg frei nach draußen. Emily mit dem langen Pass auf Paula. Kein Icing, gut erlaufen. Kein Icing, gut erlaufen, genau. Macht direkt weiter Druck, dass es da den Damen von Mechelen schwer gemacht wird. Die aber jetzt ihrerseits mal sehr schön ausgekommen. Zum Glück wach gewesen da die Verteidigung, dass da nichts weiter anbrennt. Das ist wirklich ein flottes Hin und Her. Keine Phase, in der hat wirklich hinten rein drängen lassen. Das macht Spaß zu tun. So, jetzt Paula mit dem Puck. Und der Schussgelegenheit, da ist Emily fast noch angekommen. Schön wäre es gewesen. Von Michelin, die Chance nutzen, um zu wechseln. Und die Crocodiles können jetzt mal entspannt von hinten aufspielen, aber da ist der Puck in der Tribüne gelandet. Das heißt, jetzt geht's weiter mit Bulli in der neutralen Zone.
So, Mechelin tief, jetzt Patricia mit der Gelegenheit, den Puck rauszukriegen. Drücken gut nach, die Belgier, sodass das jetzt schwieriger wird. Allgemein, nach zaghaftem Beginn wäre Mechelin jetzt besser reingekommen, trotz der wenigen Leute. Und setzen uns da durchaus unter Druck. Bisher noch ohne durchschlagenden Erfolg. Aber da muss man natürlich gucken, dass man da weiter gegenhält. Aber guter Schussversuch, Nachschuss, frei. Ja, und jetzt kann es mal schnell gehen. Aber das ist auch das, was Michelin im schwierigen Anlauf ausgezeichnet hat, dass sie gekämpft haben von Anfang bis zum Ende und dementsprechend sich auch belohnt haben. 70 Sekunden vor Schluss mit dem 1-0. Ist halt die Frage, inwiefern sie heute noch über die vollen 60 Minuten das geben können, was sie gestern haben abgerufen haben. Im Moment aber beide mit offenen Visieren. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass hier noch das ein oder andere Türchen fallen wird. Wieder raus, weiter geht's mit dem Bulli. Gegangen. Da war der Puck noch kurz frei. Patricia gut geschaltet, gut abgeräumt und so geguckt, der Kollegin im Tor geholfen, dass da nichts anbrennt. Es ist auffällig, dass Mechelin wirklich eigentlich aus jeder Position im gegnerischen Drittel schießt. Das spart natürlich Kraft, sich da irgendwie durchtanken zu müssen und trotzdem erzeugt man sofort Gefahr. Also das ist auf jeden Fall auffällig, sollten sich die Krokodiles vielleicht eine Scheibe von abschneiden, gerade die Nick-Schwestern können sehr gut schießen. Da träumt mancher Junge von. Also da können die durchaus auch Gefahr erzeugen aus der Ferne. Emily, wunderbar, sieht ihre Schwester Paula auf der anderen Seite, ist auch noch in der Mitte, Pfostenschuss. Das war knapp, in der Mitte ist Emily mitgelaufen, wäre dann jetzt, ja, ist natürlich im Nachhinein leicht zu sagen, dass das die bessere Variante wäre, gewesen wäre. Schade, gute Chance, guter Schuss, Pfosten, immer ärgerlich und da sicher wieder weggefangen. Auf jeden Fall, wenn die beiden auf dem Eis sind, dann wird es immer sehr gefährlich, also die zweite Reihe hatte die meisten Chancen und auch die gefährlichsten Chancen. Aber man ist ja schon nicht verkehrt. Ja, und der Pass quer das eigene Drittel. Der gefährliche Schuss von der blauen Linie auch wieder gut abgewehrt. Schwierige Sicht da für Vivien im Tor. Und jetzt so die letzten Minuten muss man halt aufgucken. Dass man das nicht umgehen kann. Man Mechelin nicht zu gut ins Spiel kommen lässt. Da mal die Gelegenheit. Ein toller Schuss von Lea von der blauen Linie. Aber auch die Torhüterin von Mechelin spielt ja nicht umsonst da oben. Toll gehalten. Jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit für Celine, damit schnellen Schritten hinterher zu kommen. Jetzt super den Puck im Drittel, doch nicht gehalten. Ja, nicht gehalten, aber nichtsdestotrotz, jetzt mal kann es schnell gehen.
Guter Pass zu Lea für die anderen, die Gelegenheit zu wechseln. Schussversuch abgeblockt, schade. Und dann geht es auch schon wieder in die andere Richtung. Mechelen über links, da rein ins Dritte, ein Trunschka-Kreisel und dann leider oder der Fehlpass. Und es geht auch schon wieder in die andere Richtung. Gute Bewegung. Und oh, schade. Hat es gut gemacht. Also Bewegung scheitert da am Torwart und gleich nochmal die Gelegenheit. Gute Aktion. Drill festgesetzt und jetzt wieder die Chance, aber wieder gehalten. Aber weiter im Puckbesitz. Wieder eine Chance. Ja, Pass kommt nicht durch, schade. Wir haben ein guter, wichtiger Zeitpunkt, kurz vor Ende des ersten Drittels, hier noch den zweiten draufzusetzen. Gut. Ja, da fehlt irgendwie die Hätte. Die Genauigkeit im letzten Pass, also bei uns, aber auch bei Michelin. Ins Drittel kommt man gut, aber dann fehlt irgendwie der letzte Pass, der dann zum Tor führt. Also auch die verletzten Aktionen waren ja eher Einzelaktionen, ein Stück weit. Aber wenn das funktioniert, dann klingelt es hier noch ein bisschen. Das war es schon im ersten Drittel. Die Uhr läuft noch ein bisschen. Da ist ein... Wunderbar. Das war es hier im ersten Drittel. Ja, was meinst du? Was sind wir mit aus dem ersten? Was war's? Wir haben gut angefangen, sehr gut angefangen, sogar gleich Druck gemacht, dann ja auch richtig 1-0 geschossen. Mechelen ist dann in der Folge ja ein bisschen besser reingekommen. Wie du ja schon gesagt hast, beide mit offenem Visier, hüben wie drüben, gute Torszenen gehabt. Da bei beiden fehlte so ein bisschen der letzte Pass. Aber das macht Spaß zuzugucken und wir sind, ich glaube, das ist noch viel drin, das macht noch Spaß gleich. Ja, dem kann ich eigentlich nicht weiter hinzufügen. Auf jeden Fall das zweite Drittel auch wieder weiter einschalten, weiter schauen. Das kann nicht weniger spannend werden. Ja, und übrigens, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne über YouTube kommentieren und wir schauen mal, ob wir da eine Antwort für euch finden können.
Maybe you're in Australia. Hochwertig auf beiden Seiten. Ja, und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen würden, Live-Tabelle, sind die Crocodiles tatsächlich an den Coldplay Sharks aus Mechelen vorbei. Das heißt, Platz 2 mit ebenfalls 5 Punkten, aber das Torverhältnis von Mechelen beträgt jetzt minus 6, während unser Torverhältnis plus 2 beträgt. Also Mechelen schon 18 Gegentore in jetzt 7 Spielen. Das schon nicht. Geht doch noch. Ja gut, haben wir schon alles gesehen. Ja, das stimmt. Aber wir sehen, das Eis ist bereitet. Zieht das noch ein bisschen an und dann kann es gleich weitergehen. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja, und hier sehen wir nochmal die Highlights, also das Tor. Da war tatsächlich ja die Torhüterin fast noch dran, beziehungsweise war noch dran, aber ja, hat nicht gereicht. Schön gemacht. Schön gemacht. Emily gedankenschnell da die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Gut, hier auch nochmal das Foul, ja. Also war ein Foul. Ja, war ein Foul. Da kann man auch nicht über die 10 Minuten meckern, meiner Meinung nach. Da könnt ihr eher sagen, zum Glück hat sich die Spielerin nicht verletzt. Also die ist da schon gut in die Bann gerauscht. Ja, und du warst ja eben unten unterwegs. Was meinst du, wie viele Zuschauer sind hier? Ja, es ist schon der ein oder andere Platz auch auf der Haupttribüne besetzt. Auf der anderen Seite sieht man ja doch vereinzelt Leute da, bestimmt. Ja, ich bin nicht so gut im Schätzen. 150, 200. Ah, 150. 150. Die haben das ja schön, die
Sonntagszeit um 16 Uhr, eine sehr familienfreundliche Zeit. Ich habe da das ein oder andere Kind schon lang flitzen sehen. Auch auf der anderen Seite sieht man das ganz gut. Hier ist ja Platz zum Laufen, es ist nicht nass. Das kann man, ja. Guter Familiensport. Guter Familiensport, wenn man mal sonntags nachmittags Kaffee und Kuchen ist schon durch. Da kann man immer einen Ausflug in die Eishalle hier machen. Spielpläne sind ja entsprechend online verfügbar. Es ist eigentlich immer was los. Das kann man auch mit Kindern gut machen. Ja, und anders als Ausflugstipp. Bitte? Ein absoluter Ausflugstipp. Ein absoluter Ausflugstipp. Ja, und vor allem kostenlos. Kostenlos. Sieht immer eigentlich, die meisten Spiele hier sind ja sehr ansprechend. Immer was los. Und vor allem war das vor 2 Jahren noch um 19 Uhr sonntags. Jetzt um 16 Uhr, das heißt, man verpasst auch den Tatort nicht. Heute mit Wotan Wilke Möhring, soweit ich weiß. Hamburger Tatort. Kann man sich nach diesem spannenden Spiel auch einen spannenden Tatort geben. Den besten deutschen Schauspieler. Kurz vor Til Schweiger. Ja, während wir hier so früh über den Tatort plaudern, sehen wir, dass auch das Tor ja, weiter befestigt wird. Da gab es ja eben schon Probleme während des Spiels. Das wird jetzt aber von den Eismeistern behoben. Die sind immer sehr flink mit der Bohrmaschine. Scheint auch alles wieder gut zu sein. Scheint auch, genau, alles gemacht. Und da kommen auch schon die Spielerinnen. Jetzt noch nicht, da kommen sie. Sieht man auch, wie früh, wir haben noch über 1,5 Minuten, bis es dann weitergeht. Die sind heiß, die sind früh wieder da und wollen hier Gas geben. Da gab es halt taktisch auch nicht so viel zu bemängeln, was Trainerin Sarah Spiester hätte in der Pause anmerken können. Klar, der letzte Pass, der hat meist nicht gepasst, aber sonst war das gut. Da werden noch letzte Absprachen da getroffen in der Reihe. Mal schauen, ob das auch gleich so umgesetzt wird. Gesprochen wird ja immer viel. Ja, jetzt ist auch Mechelen auf dem Eis, da warten wir noch auf den Schiedsrichter und dann kann es eigentlich auch schon weitergehen. Die auch im ersten Drittel das souverän und unaufgeregt geleitet haben, muss man auch mal. Ja, gab ja auch nicht irgendwie viele. War auch nicht viel Anlass, aber. Strittige Szenen. Also, ich hatte es ja angesprochen, wie gesagt, das Hinspiel voll mit Strafminuten, aber es scheint in Belgien ja auch irgendwie anders gefilmt zu sein. Also, Mechelen ist auch die Mannschaft mit den meisten Strafminuten in der Liga. Und hier ist jetzt ein unaufregendes Spiel. Faire Leistung beider Mannschaften. Kannst nichts sagen. Kann es weitergehen. Geht's weiter, ja. 1:0 für Farmsen, für die jetzt reingeschaltet haben. Die Crocodiles Damen für 1:0 gegen Mechelen. Die Coldplay Sharks aus Mechelen in Belgien. Genau, die Crocodiles von links nach rechts in den schwarzen Trikots und da gab es auch schon fast die erste Chance. Legen gleich los wie die Feuerwehr. Schöner Pass da vor das Tor, leider Zentimeter gefehlt. Schade. Legen los wie die Feuerwehr, das sind übrigens 2 Euro ins Phrasenschwein. Ja, nicht nur die Damen gleich hellwach, auch die Fans trommeln schon wieder. Das ist ein wacher Beginn. Schade, nicht durchgesteckt bekommen da. Die Gelegenheit für Mechelen, da mal einen Konter zu setzen. 2:1 und Pfostenschuss. Das hätte ins Auge gehen können. Jetzt kann es in die andere Richtung mal schnell gehen. Schläger durchgebrochen, zu doll gedrückt.
dadurch die Gelegenheit für Mechelin und Vivien. Super Parade. So schnell kann es gehen mit dem gebrochenen Schläger. Und rein der Konter. Jetzt vielleicht mal Emily. Trägt den Puck ins Drittel vors Tor. Da lag er kurz frei. Jetzt wieder Emily. Geht den Bogen auf Paula. Die versucht nochmal zurückzulegen. Da leider ein Schläger zwischen. Und jetzt wieder Michele in der Vorwärtsbewegung. Aber das, ja, gibt ein Icing. Da kam die Kapitänin nicht mehr daher. Und entspannen wir uns mal. Hier wieder nach anderthalb Minuten, in denen es wieder viele Torschancen gab auf beiden Seiten. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es hier noch nur 1:0 steht. Ja, klasse Torhüterleistung auf beiden Seiten. So, Bulli gewinnen, Farmsen und dann gleich den Schuss genommen, Paula. Leider keinen richtigen Druck auf die Möhre gekriegt. Jetzt heißt es aufpassen. Mechelin kommt über die Seite ins Drittel, aber eigentlich kann er nichts anbrennen. Da ist niemand so richtig mitgelaufen. Beziehungsweise auch Farmsen in der Rückwärtsbewegung schnell und wach. Jetzt. Via die Schüssel von der Blauen. Jetzt geht es wieder von links nach rechts. Schade, nicht gut angenommen, der Puck. Aber wir werden weiter im Drittel. So, jetzt Paula mal mit Gas rein. Gute Bewegung da. Und kriegt auch da den Puck nicht sicher. Beziehungsweise Mechelin noch mit dem Schläger dazwischen, um so die Situation zu klären. Aber Puck bleibt im Drittel. Da ist Valerie, die arbeitet hinterm Tor. Schade, auch da hat sie sich nicht festsetzen können. So geht's wieder in die andere Richtung. Ja, ist wieder wie im ersten Doppel auf beiden Seiten. Der letzte Pass. Das Scheibenglück, sagt man, glaube ich. Scheibenglück. Fehlt aktuell. So sagt man. Jetzt wäre man mit einem wuchtigen Schlagschuss, aber da muss sie aufpassen. Da kommt der Schläger zwischen, aber Celine schnell wieder in der Rückwärtsbewegung hat das Ganze ausgebügelt. Da hätte es mal schnell gehen können. Ja, da wurde schon ein bisschen der Schläger gehalten. Hätte man vielleicht auch halten können, aber wie du schon eben gesagt hast, im ersten Drittel faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, da ist Melanie Postler, die ist wieder zurück von ihrer 10-Minuten-Strafe, jetzt natürlich ausgeruht und kann auch richtig mit Gas in die Bande gehen, leider nicht festgesetzt bekommen. Da hat Ronja gelauert, das hat nicht viel gefehlt. So, leider wieder in die andere Richtung. Jetzt die Chance zum Kontern, schade, nicht gut angenommen, aber immerhin ein Bulli im Drittel von Michelin jetzt. Und ich würde sagen, ich habe nicht alles mitgezählt, aber vom Gefühl her würde ich sagen, die Bullis gingen so zu 70% an die Krokodils. Also kann da auch eine gute Torschance daraus entstehen. Oh, guter Schuss jetzt von der blauen Linie von Lea. Wieder brandgefährlich. Wenn Lea da von der blauen Linie oder weiter weg abzieht, da brennt das öfter mal. Schade, dass da kein Schläger mehr dazwischen kam.
schön gewartet, damit er nicht ins Abseits gelaufen wird. Und ein schöner Schuss. Eine schöne Einzelaktion. Und da ist es passiert. Und Tor. Tor. Sich gut durchgesetzt und dann den eigenen Nachschuss. Ja, durchgesetzt von Lotte de Guttena. Aktuell auch die Topscorerin von Mechelen, hat jetzt, glaube ich, müsste ihr siebtes Tor gewesen sein im siebten Spiel. Also sie ist ein Torgarant. Sechste Spielminute von Kimmel. Tor für die SV aus Mechelen. Die Torschütze, die Malaika, die Spielerin Nummer 9. Den eigenen Nachschuss reingemacht. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. 1:1, alles auf Anfang. Aber es hat sich auch ein Stück weit angebaut. Also auf jeden Fall, dass ein Tor fällt. Und jetzt müssen die Kugel jetzt natürlich auch schön, wieder... schön durchgesteckt auf Emily, die sich da leider nicht durchgesetzt bekommen. Und da immer wieder Mechelen mit diesen schnellen Kontern. Ja, jetzt müsste auch ein bisschen mehr kommen wieder von den Kugel, damit sie hier wieder... die Führung übernehmen können. Trotz den wenigen Leuten ist Mechelen blitzschnell in dem Umschaltspiel und auf dem Weg. Das geht ratzfatz. Ruckizucki, ratzfatz. Muss man aufpassen. Ja, die scheinen einen sehr guten Ausdauertrainer zu haben. In Belgien. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sie hier nach dem Spiel gestern noch so eine Leistung... erbringen können, aber gut, ist ja gerade mal die Hälfte des Spiels vorbei. Genau. Wer weiß, was da noch kommt. Und jetzt, wo die Kugel jetzt wieder komplett sind, beziehungsweise wenn, als sie, dadurch, dass die 10-Minuten-Strafe abgelaufen ist, kommt da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr, jetzt greifen die Mechanismen ein bisschen mehr. Kommt so viel mal mit Tempo, kriegt leider den Puck hier wieder nicht in die Mitte. Wieder so ein Schläger dazwischen. Nichtsdestotrotz weiter im Drittel. Und da gut festgesetzt von Valerie, da den Puck behauptet, gesichert. Jetzt ist sie da hinterm Tor, genau. Wenn jetzt mal was... Ach, schade. Schön gedacht, schön vors Tor. Und dann fehlten wieder 20 cm zum eigenen Schläger. Das war... Ja. Ja, jetzt Abseits. Ist... Der Bulli ist jetzt trotz Abseits im gegnerischen Drittel, weil die Kollegin... im Drittel war und aufs Tor geschossen hat, dann ist es ein absichtliches Abseits. Des Bulli ist dann auf der anderen Seite. Sehr schön erklärt. Danke. Sehr gern. Hier wieder die Gelegenheit. Die Lucy, sehr starke Bulli-Spielerin. Und wir sehen schon, dass da jemand zum Schuss bereitsteht. Ach. Und jetzt heißt es aufpassen. Lea mit schnellen, langen Schritten. Sehr gut gesichert. Und zwei Gegenspieler bereinigt die Situation. Das war unglücklich. Aus einem gewonnenen Bulli sich so einen Konter einzuhandeln, da muss man jetzt langsam aufpassen und wach sein. Wir haben jetzt die Hälfte knapp rum. Sind ja genauso schlau wie zu Beginn, dass man sich da jetzt nicht den Schneid abkaufen lässt. Gerade in dieser Phase, vor allen Dingen nach dem starken Beginn, dass jetzt die Konzentration hochhalten und dann einen reinschweißen. Und das war Abseits. Das war Abseits. Ja, schade. Das wären 2 gegen 1 gewesen. Das wären 2 gegen 1 gewesen. Da war Ronja ein bisschen gierig. Oder Lucy ein bisschen langsam. Ein bisschen flink auf den Beinen, ja. Eins von beiden. Man weiß es nicht. Sucht euch was aus. Habe ich aber genauso gesehen, also wieder ein Lob an die Schiedsrichter. Machen sie ganz gut im Moment. Gut gesehen und... Jetzt ein tolles Solo von Emily von der eigenen blauen Linie. Mit schnellen Händen und schnellen Beinen da sich durchgewuselt. Und jetzt vielleicht mal die Gelegenheit, sich da im Drittel festzusetzen, gerade mit ihrer Schwester. Kommt sie da schön in den Kreisel und findet sie fast. Schade.
Da habe ich schon einen Kracher im Winkel stecken sehen. Da habe ich schon einen Jubelschrei hatte ich schon auf den Lippen. Schade, schade. Nächstes Mal hat man aber gut gesehen, wie die kaum hochgucken muss, um zu wissen, wo ihre Schwester steht. Geht vielleicht einiges einfacher. Jetzt mal. Schlechter Pass aus dem Drittel und schöner Schuss von Celine. Gut gehalten. Ja, auch schön. Ja, genau. Gut gehalten. Mit der Stockhand da rausgefischt. Aber man merkt, die Kuppeler sind jetzt wieder ein bisschen wacher, erkämpfen sich mehr Torchancen. Ja, da fragt man sich, warum erst das 1:1 fallen muss, damit das passiert. Und jetzt schon wieder eine Abseitsposition passiert. Zweimal kann passieren. Einmal? Ronja, schön durchgesteckt auf Lucy, die jetzt mal mit Tempo ins Dritte kommen kann. Und dann... Und jetzt... Da. Ihren eigenen Nachschuss nimmt und das war knapp. Da hatte sie den Schläger schon fast hochgerissen. Das war überraschend, dass der nicht drin war. Ist eine Torjägerin. Wundert sie wahrscheinlich wirklich. Ja, ist sie in der Tat. Ist auch im Moment Topscorerin der Crocodiles mit 3 Buben. 2 Assist. Also wenn die den Puck hat, dann kann man es hier mal rumkommen. Nicht im Abseits. Und da wieder ein Schuss aus der Ferne. Also das behalten sie bei, die Konter und auch die Schüsse aus allen möglichen Positionen. Jetzt Melanie Pauser mit einer schönen Bewegung ins Drittel reingekommen, dann leider abgefangen. Und jetzt ist die Kontergelegenheit da. 1-0 für Mechelin. Und gehalten, ne? Ja, gehalten, ja. Gehalten. Ja, stark. Ist da vor, aus wie vorbei. So, schön raus aus dem Drittel zumindest. Aber da kommen die Belgierin wieder mit Dampf rein und findet die Schlägerin und da ist er drin. Da ist er drin. Löffelt sie aus einem Meter in den Winkel. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht, da ging der Pass mal durch. Was wir ja schon öfter beobachtet haben jetzt im Laufe des Spiels auf beiden Seiten. Hier ist der letzte Pass durchgekommen und dann wird es natürlich brandgefährlich. Und schon steht es 2:1. Beziehungsweise 1:2 für die Gäste. Ja, und jetzt muss mehr kommen von den Crocodiles. Haben sie eben schon ein bisschen mehr gezeigt als vorher, ein bisschen mehr Torchancen erarbeitet und dann gibt es so einen Nackenschlag, ist ein Lob formuliert. Und jetzt mal schauen, wie sie darauf reagieren. Jetzt spielt auch Lucy mit den Nix-Schwestern zusammen, das hatten wir eben anders gesehen. Müssen wir mal schauen, ob die umgestellt haben. Ja, also da jetzt mehr Offensiv-Power. Die 3 Topscorerinnen zusammen. Da kann was gehen. Oh, Missverständnis da. Emily mit dem Pass ins Leere, aber gleich wieder hinterher nachgesetzt. Den Puck wieder geholt und jetzt mit ein bisschen Zeit hinterm Tor. Schön der Passversuch vor das Tor. Lucy ist da in Position gegangen. So, weiter hinterm Tor. Paula steht jetzt vorm Tor. Jetzt geht sie da raus und jetzt mal. Gut herausgespielt, guter Abschluss, gut gehalten. Schade. Jetzt vielleicht nochmal die Gelegenheit. Wir wissen schon alle 3, wo sie stehen, aber jetzt dann. Jetzt schade. Also, jetzt auf jeden Fall wieder der Druck da, von dem wir am Anfang des ersten Drittels gesprochen haben. Ganz feiner Wechsel von der Reihe, die jetzt immer noch den Puck im Drittel halten. Mechelin hatte eigentlich genug Zeit, den zu klären, aber hat ihn gar nicht rausbekommen, weil die so Dampf machen. Und das jetzt Handpass.
Aber schade. Also jetzt die Gelegenheit für Mechelen zu wechseln, das müssen sie wahrscheinlich auch. Da müssen sie erstmal durchatmen, weil das wirklich ein toller, starker Wechsel war. Zwei, dreimal zugemacht und gar nicht die Gelegenheit gegeben, rauszukommen. So kann es weitergehen. In der Tat. Jetzt Mechelen wieder mit so einem schnellen Konter aus dem Drittel, aber abgefangen. Ist natürlich, wenn man die drei Topscorer dann in eine Reihe steckt, ist halt die Frage, was offensiv dann in den anderen Reihen noch so geht, aber hauptsächlich die Defensive steht. Jetzt ist aber Mechelen wieder über rechts, aber gut. Ja, geklärt nicht ganz, aber schon gut gestört. So, jetzt mal eine Gelegenheit. Diesmal kein Abseits, und guter Schuss. Und dann liegt der Puck frei, aber hopps, am Tor vorbei. Lea war das da, der den langen Schläger reingehalten hat. Weiter Scheiben bis ins Tor geteilt, jetzt vielleicht mal hinters Tor. Sehr gut, Sophie stand da parat. Und jetzt Mechelen mit dem langen Hafer. Befreiungsschlag. Befreiungsschlag. Aber trotzdem geht da immer eine auch drauf. Also, ich schon häufiger angesprochen. Die haben scheinbar echt einen guten Ausdauertrainer. Ja, Missverständnis, schade, zwischen Lucy und Ronja da. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Da steht auch gerade so ein Stück weit die Zuordnung nicht. Die haben viel Platz, die Belgier da oben. Und da war sie auch gerade wieder vom Tor frei. Scharfer Pass vors Tor. Jetzt vielleicht mal, na, da war sie da. Starten die letzten 5 Spielminuten in diesem Drittel. Es geht wirklich schön vorbei. Also schön gestört. Ja, und jetzt der lange Pass für Lucy. Jetzt kann Ronja mal mit ein bisschen Schwung ins Drittel kommen. Hat die Kollegin links gesehen. Leider diesmal der Schlittschuh dazwischen. Gut gedacht. Ausführung kann auch ein bisschen besser. Nächstes Mal. Ja, und das war wieder der letzte Pass. Oh. Schöner Schlagschuss da von der blauen Linie, aber da muss man früher aufstehen, um Vivien zu überlisten. Auch schön gehalten. Weiter geht's mit dem Bulli. Und jetzt auch wieder die Reihen wieder normal umgestellt, die im nächsten Spiel wieder mit Melanie in einer Reihe und Lucy dann wahrscheinlich wieder in die erste Reihe gerutscht. Dann schön in den Slot gespielt. Wieder Lea mit einer schönen Bewegung nach vorne. Jetzt muss er aber gucken, dass er auch nach hinten kommt. Eine sehr offensive Verteidigerin macht sie gut. Immer mal wieder mit Akzenten nach vorne, hat einen strammen Schuss. Bisher noch ohne Wirkung, aber das kann ja alles noch kommen. Da schön aufgeräumt vorm Tor. Ja, ein bisschen entschuldigt. Ja, aber kann man machen da. Vom Tor. Da hat der Gegner nichts zu suchen. Und jetzt, ja, ich hatte das Bulli-Spiel, der Kumpel halt so gelobt. Ja. Am Anfang des Drittels. Hättest du nicht machen sollen. Nee, ich denke auch. So, und jetzt Emily. Paula in der Mitte und auch wieder stark runtergegangen von der Torhüterin Nina van Orshagen. Gegenzug der Konter. Dann wieder Emily. Schnell raus. Paula mit dem Puck.
Emily übernimmt. Ein bisschen zufällig, aber strammer Schlagschuss Mitte des Drittels, aber ein bisschen ungenau. Schade. Ja, ist man jetzt wieder innerhalb von, weiß nicht, 40 Sekunden drei Hochkaräte, wie man so schön sagt. Also trotz des zweiten Drittels, das Tempo ist eigentlich genauso hoch wie im ersten, würde ich sagen. Super Tempo. Schönes Spiel, die zwei Gegentore, das war natürlich eine schnarchige Phase, aber jetzt sieht das doch wieder ordentlich aus. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Michelin das gut macht. Wieder rein, schnell den Abschluss gesucht, Vivien gut gehalten und jetzt kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Da hat er versucht, das durchzustecken, nicht geglückt, deswegen weiter in unserem Drittel. Das ist ein Feierschlag, keine Icing. Da setzen die gleich mit drei Spielerinnen nach, aber dementsprechend auch Raum zum Kontern für Michelin. Selin da mit dem langen Schläger so den Schuss verhindert, sehr gut. Weiter trotzdem Puckbesitz Mechelen. Und jetzt müssen wir gucken, dass sie sich da nicht einschnüren lassen. Von der Seite, Puck ist nach wie vor frei. Jetzt müssen sie vorsichtig sein. Und vorbei. Da war das ganze Eck offen. Das hätte ins Auge gehen können. Weiter Mechelen am Puck. Jetzt haben wir die Situation, die wir auf der anderen Seite auch schon hatten. Ja, man hat das Gefühl, wenn Mechelen erstmal im Drittel der Krokodils ist und da sicher steht, dann stimmt auch die Zuordnung von den Krokodils nicht unbedingt immer haargenau. Jetzt Lucy. Das schön abgeschirmt von Lucy, dann vergessen zu schießen. Ja, da war wieder war was drin. Der letzte Pass. Der viel zitierte. Jetzt noch knapp anderthalb Minuten im zweiten Drittel. Ja, Bulli gewinnt, dann leider abgefälscht und raus aus dem Drittel. Da muss man sich jetzt neu ordnen. Da war das dritte Mal. Das war ein Missverständnis. Sah so aus. Hoffen wir mal. Sagen wir mal ein Missverständnis. Ja, das schade. Wäre eine super Gelegenheit gewesen, da ins Drittel mit Tempo reinzukommen. Ja, das war ja weniger reingelaufen, als unglücklich mit reingeschoben. Ja, Bulli gewinnt Farmsen. Jetzt schöner Pass von Paula auf Emily. Da hat er leider genagelt, der Puck. Aber trotzdem Puckbesitz und strammer Schuss von Paula, dann drüber. Nicht so genau, aber dafür sehr, sehr doll. Ja, Außenstürmer Paula holt sich jetzt den Puck im eigenen Drittel von ganz hinten. Und da ja, über Umwege angekommen. Genau, letzte Minute jetzt im zweiten Drittel. Jetzt vielleicht nochmal mit guten Aktionen da in die Pause gehen. Ja, jetzt drin halten, super. Pass wieder zu Emily, die dann nicht so richtig Gutes angefangen hat. Ne? Nichtsdestotrotz immer noch im Drittel. Jetzt kommt Paula da mit Druck rein, aufräumen. Mechelen kalt in oh, ja. Das. Ja, da war vielleicht ein bisschen Frust dabei. So, jetzt geht's hoch her. Da hat's Emily gereicht. Erst Paula, dann Emily. Hätte man jetzt vielleicht auch schon vorher abpfeifen können. Ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Strafzeit. Ja, der Puck war da schon länger nicht mehr zu erreichen. Ja, gut, hätte man abpfeifen können, aber muss man denn da so reinspringen? War vielleicht ein bisschen Frust dabei, aber ist ja immer noch Eishockey.
Aber war schon ein bisschen unfair. Ja, und jetzt noch 15 Sekunden zu spielen. Das heißt, das dritte Drittel wird dann in Unterzahl begonnen. Ja, da kriegt Emily 2 plus 2 Strafminuten für übertriebene Härte. Finde ich ein bisschen viel. War jetzt nicht fair, aber war jetzt auch nicht so Ja, vielleicht noch 2 für übertriebene Härte und 2 für hätte nicht sein müssen. Wäre, wenn die 2 Schritte anlaufen, ein bisschen zu offensichtlich. So, jetzt gucken wir mal, was Mechelin mit ihrer Überzahl anstellt. Sind schnell in Position gekommen. Jetzt sich nicht zu sehr locken lassen. Jetzt ist erstmal Pause. Das war's. Das war's, ja. Und dann gehen wir damit. Das war's im zweiten Drittel. Qualitativ genauso wie das erste Drittel, würde ich sagen. Vielleicht hochwertig. Aber mit diesmal 2 Toren. Ja, gutes, schnelles Spiel. Ich hatte es schon angesprosen, die 2 Gegentore. Da war man vielleicht mal mit den Gedanken, weiß ich nicht, woanders. Ein bisschen schnarchig. Nichtsdestotrotz, das gibt doch hier alles Grund zur Hoffnung. Da ist noch was drin. Das, ja, was zu holen. Da ist auf jeden Fall noch was drin, wenn man halt vom Tor ein bisschen besser die Chancen nutzt. Vielleicht dann auch mal nicht den letzten Pass suchen, sondern einfach mal raufhauen. Also Mechelin macht das ja, schießt von jeder Position. Ja, ja. Und es ist ja kein Zufall, dass das erste Tor ein Abpraller war. Ja, also auf jeden Fall im dritten Drittel wieder einschalten. Hier geht noch was. Hier geht noch einiges.
Ja, von mir auch. Moin. Die zweite Drittelpause neigt sich dem Ende zu. Ein Drittel haben wir noch. 2:1 der Spielstand für Mechelen aktuell. Aber hier ist noch alles drin. Die Damen machen das gut. Über weite Strecken. Ordentlich. Auf jeden Fall. Gucken wir doch mal rein in die Highlights, oder? Ja, genau. Und hier sehen wir den schönen Konter von Mechelen. Also muss man auch mal anerkennen, dass sie gerade die Konter wirklich sehr gut fahren. Und wenn bei den Kugeln erstmal Tempo aufkommt, dann liegt hier über eine Nix-Schwestern. Und das. Genau, hier Emily mit schönem Tempo rein, da sich den Puck selber wiedergeholt. Da kann es mal schnell gehen. Hier auch wieder jetzt Paula, ja, die da den letzten Pass nicht an den Mann Frau kriegt. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, ein Tor. Da sehen wir, wie die Spielerin ihren eigenen Nachschuss reinmacht. Da. Genau, aber ein schönes Solo auch. Schönes Vorteil. Solo, aber muss man auch sagen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, ne? Ja, gut. Und hier nochmal der Konter, der da gut unterbunden wurde. Also 2 gegen 1, aber trotzdem erlaufen, trotzdem geblockt. So, auch da wieder Emily mit schnellen Händen. Da geht's schnell. Und der letzte. Der letzte Meter. Und dann haben wir hier wieder eine gute Chance, aber diesmal auch wieder eine gute Parade. So, und da sehen wir. Da sehen wir den schönen Löffner. Schönen Löffler, schön in den Winkel gelöffelt. Muss man auch anerkennen. Und da ist fast auf der anderen Seite passiert. Hätte sie da den Pass links rüber bekommen, hätte das, glaube ich, auch. Ja, auch nochmal eine schöne Einschussgelegenheit von Celine. Gegeben. Gelegenheiten waren da, auf beiden Seiten. In der Tat. Und wir haben hier mal uns an der Statistik bedient. Also im letzten Spiel gegen Mechelen waren das 49 Schüsse vom FCK auf das Tor von Mechelen und nur 27 von Mechelen auf das Tor der Crocodiles. Also ich habe das Gefühl, heute ist es relativ ausgeglichen und auch aber ungefähr gleich hoch. Ja, wir starten mit Unterzahl. 2+2 Strafminuten gab es für Emily kurz vor Drittelende für einen Check, der vielleicht ja ein bisschen drüber war. Naja, 2+2 Strafminuten auf jeden Fall. Und wir warten auf die Mannschaft. Ich sehe schon die ersten Spielerinnen den Gang entlang kommen. Genau, und hier nochmal kurz haben wir das Live-Scoreboard von der Oberliga, die heute auch spielt, in Leipzig und 1-0 hinten liegt. Da dasselbe wie hier, da ist auch noch alles drin, oder Steven? Auf jeden Fall, also da sind wir erst im ersten Drittel, also noch genug Zeit, um das zu drehen. Die Icefighters sind ja auch ein Gegner, der durchaus zu schlagen ist. Aber ja, widmen wir uns wieder dem Live-Spiel, den wir beiwohnen. Also du hast gesagt, in Unterzahl treten wir an, noch ein bisschen mehr als 3,5 Minuten, also eine lange Zeit, die da überstanden werden muss. Wir sehen es schön, da wird schon wieder die Fahne geschwenkt, die Fans sind gleich da, hoffen wir, dass die Mannschaft genauso wach ist. Ja, also denen kann man auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Heute. Nein. Das stimmt, die Jungs geben Gas. Also, lauter als bei manch anderen Spielen, das hier in diesem Stadion, in dieser Halle ausgetragen wird. So, auch Mechelen wieder auf dem Eis. Heißt, es fehlt noch. Oh, Schiedsrichter auch da. Ja. Fehlt keiner mehr. Fehlt keiner mehr. Ja, auch der Coach, der Belgier, schreitet dann auch übers Eis. Ja, das. Achso, ein Schiedsrichter ist da, der zweite fehlt noch. Ach so, der ist es. Sonst sind alle startklar. Ja, ich habe auch gesehen, es gibt Kuchen im Schiedsrichterbuff, also da würde ich auch später kommen. Aber ja, so. Hinsetzen, anschneiden, weiter geht's hier.
willkommen zurück zum dritten Viertel. Ja, mal schauen, wie hier mit der Unterzahl umgehen. Ja, Bulli verloren. Ja, wir starten mit einem Icing. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut. In Überzahl geklärt von Mechelen. Also jetzt Bulli im gegnerischen Drittel. Und wir hatten es ja anfangs sehr lobend erwähnt, das Bulli-Spiel. Dann das revidiert vielleicht. Wird jetzt mal im dritten Drittel ja nochmal über Bullies. Ist immer eine gute Gelegenheit, da mal Chancen zu kreieren. Genau so. Direkt den Schuss genommen. Super. Und da springt die Scheibe fast rein. Gut nachgegangen, direkt einen Schuss genommen. Ja, so muss man das noch machen in Unterzahl. Schnell. Scheibe aufs Tor bringen. Und jetzt ja, haben wir wieder ein Icing, würde ich sagen. Gut unter Druck gesetzt. Vorne haben wir alle drei Drittel gesehen, dass man gleich losgelegt hat, gleich wach aus der Kabine raus ist. Schnellen Wechsel, wir haben jetzt gerade 25 Sekunden rum, da wird schon gewechselt, um jetzt mal den Druck hochzuhalten. Ja, Lucy zeigt schon vom Bulli an, wo sie die Verteidigerin stehen haben möchte. Sind wir mal gespannt, was draus wird. Und das hat sie genauso gezeigt und jetzt der stramme Schuss leider am Tor vorbei. Aber der Plan war gut ausgeführt, genauso wollte sie das haben. Und jetzt wieder aufpassen auf Konter. Die zweite Mechelerin-Spieler kommt mit Dampf rein. Die Spielerin macht's alleine und jetzt ist da eine verletzte Spielerin auf dem Eis. Da habe ich leider nicht genau sehen können, was da passiert ist. Hoher Stock vielleicht. Da hoffen wir, dass natürlich nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, das ist Lea Zimmer, die da liegt und sich die Brust hält oder den Hals. Also ja, hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, dass sie. Ja, der Sanitäter ist schon auf dem Weg. Eine Strafe wurde auf jeden Fall nicht angezeigt. Sie also steht zumindest wieder. Kann man sie nicht gebrauchen. Gespannt, wann sie wieder aufs Eis kommt, ob sie aufs Eis kommt und vor allem, wie sich das jetzt auswirkt auf die Aufstellung der Crocodiles. Ja, wir hatten es ja eingangs schon gesehen, mit Verteidiger sind wir nicht unbedingt gesegnet. Ne, genau, nur vier reguläre dabei. Na, hoffen wir einfach, dass für alle Beteiligten, hoffen wir, dass sie schnell wieder dabei ist. Ja, Bulli gewinnen für die Crocodiles und die leider nicht rauskommen. Leider den Puck nicht rausgekriegt, genau. Jetzt hat Mechelen mal die Gelegenheit, in Position zu kommen und auf eine Gelegenheit zu lauern. Also ein schönes Viereck, was ihr da seht. Schönes Viereck. Jetzt mit dem Versuch, da reinzukommen. Und dann Verlegenheitsschuss von außen. Das muss er besser ausspielen. Ja, dann aber schnell an der Pfeife. Da war der Punkt noch frei. Nichtsdestotrotz von da außen. Wir stehen gut in Unterzahl. Schönes Viereck, du hast das gesagt. So hat man das gelernt, irgendwie, wenn man das irgendwann mal gelernt hat. Und von daher muss man auch mal anerkennen. Und wieder gleich. Wieder gleich der Abschluss. Der überhastete Abschluss von Mechelen, jetzt kommen sie wieder und stehen vernünftig. Aber auch da wieder ein schönes Viereck. Und da jetzt sehr schön der Fehler von Mechelen. Und jetzt anstatt. Jetzt ein schöner Pass von Paula mit einem kleinen Dribbling und. Ah, schade.
Da geht Lucy ins 1 gegen 1. Da wäre vielleicht ein Schuss die bessere Alternative gewesen. Da, ja. Aber gut, so, und jetzt wieder Sophie. So schön aus dem Drittel raus. Den Pass zu Paula, die da alleine ist. Gegen 5. Und da ist dann wenig auszurichten. So, jetzt Mechelin wieder auf dem Weg ins Drittel. Mal gucken, ob sie in Position kommen. Nein, schön gestört. Auch wieder Paula. Und dann hat Steffi da die Gelegenheit, das zu klären. Und ja, Puck raus. Zeit von der Uhr. Die Unterzahl hat nur noch eine Minute. Genau, also ist jetzt den Löwenanteil bereits überstanden. Abseits. Es liegt vielleicht an der Seite, dass man da häufig als Absatz läuft. Ja. Ich habe das angesprochen, jetzt noch eine Minute Unterzahl und dann bin ich gespannt, ob die Crocodiles irgendwie umstellen, mehr in die Offensive gehen, um da den Ausgleich zu erzwingen oder ob die Trainerin Saar Spieß dann noch ein bisschen wartet, ehe sie in die Vollen geht. Ich bin mir sicher, dass Sarah da die eine oder andere Variante schon im Köcher hat den, und da ein patentes Rezept uns präsentiert. So, jetzt Gelegenheit für Mechelin, da von der blauen Linie der Schuss. Kein scharfer Schuss, aber wird gefährlich dadurch, dass da jemand vorm Tor ist. Oh, sehr schön. Wieder dasselbe, kein strammer Schuss, aber abgefälscht und gewühlt. Das war gefährlich, zweimal gefährlich. Das war zweimal gefährlich. Aber jetzt macht Vivi das gut, macht es fest. Gelegenheit zum Wechseln. Jetzt muss man nur noch ein paar Sekunden von der Uhr kriegen und dann kann es in 5 gegen 5 mit Vollgas Richtung 3 Punkte gehen. 2 Punkte. 2 Punkte, Entschuldigung. Richtung Sieg. Richtung Sieg. Und dann Richtung Zweitplatzierung in der Tabelle. Jetzt ist Emily auch wieder zurück und die Emily ist auf dem Eis und Lea auch. Crocodiles komplett und da wieder. Crocodiles komplett, das war eine gute Chance. Genau, Lea auch wieder auf dem Eis. Das heißt, oder? Ja. Ja. Können wir aufatmen. Nichts passiert. Weiter. So, und jetzt Emily auf Lucy im 1 gegen 0. Riesenchance. Riesenchance. Lucy geht nach. Stürzt da auf den Torhüter. Aber alles fair. Das sah spektakulärer aus, als es war. Du sprachst es schon an, ist eine Torjägerin, die geht natürlich nach, ne? Geht nach, ja. Vor allem hat die Torhüterin der Belgier schon das eine oder andere abprallen lassen. Genau. Emily ist ja auch das 1-0 gefallen, also... Emily gut den Abschluss gesucht und dann Lucy hinterher. Also jetzt spielt Lucy auch wieder mit den... mit Emily und Paula. Also da wird dann die volle Offensive gefahren. Auf jeden Fall in der Reihe. So, jetzt kommen sie mit Druck ins Drittel. Guter Pass auf Paula. Nicht durchgekommen. Aber Emily lauert vorm Tor. Jetzt war die Gelegenheit. Da war die Gelegenheit von hier oben natürlich gut zu sehen. Und auf Eis ist es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Gut zu sehen und vor allem auch einfach zu sagen. So, Lea mit der Gelegenheit. Wieder Coast to Coast rein ins Drittel. Und da sind drei Schläger dran vorbei. So heißt es wieder von vorn anfangen, aus dem eigenen Drittel. Jetzt Valerie mal über rechts rein ins Drittel. Da sehen wir einen schönen Handgelenkschuss. Sicher mit dem Fanghandschuh runtergeholt. Aber man sieht es auch in... Man sieht es auch, nachdem die Crocodiles wieder komplett sind, sofort wieder mehr Druck nach vorne, Torchancen. Also, denke ich, da wartet noch
einiges auf uns. Da müssen sie halt schauen, dass sie halt in der Defensive jetzt nicht so wie nicht im ersten... Nicht so offen, aber... Genau, so wie im schön ersten oder zweiten Drittel. Sich. Ja. Dass man nicht zu sehr in die Vollen geht und das Verteidigen vergisst. Durchgesteckt von hinten, von Mechelen. Auch da der letzte Pass nicht durchgekommen. Gut aufgepasst, wach von den Verteidigern. Puck bleibt im Drittel. Ja, jetzt geklärt. Und jetzt kann es mal mit Tempo gehen. Ronja über die Seite. Melanie vorm Tor. Ja, kommt wieder nicht an. Kommt nicht an. Melanie im Puckbesitz. Sieht das Celine hinterm Tor, die aber nicht an den Puck kommt. Jetzt Mechelen ein bisschen Platz. Aus dem Stand der Fehlpass. Und jetzt... Jetzt muss man gefeuert werden. Jetzt... die Schussgelegenheit, die nicht durchkommt. So, da war gewuselt. Mechelen mit Gas. Sortiert nach vorne. Oh, sehr schöne Parade, sehr schöner Schuss. Ja, da müssen die Krügler jetzt mal aufpassen. Super Gelegenheit, gut, dass wir wieder ihren Blocker hochgekriegt hat. Dem Schläger, glaube ich. Und jetzt ist es passiert. 1:3 für Mechelen. Wieder der eigene Nachschuss. Wieder der eigene Nachschuss, ja. Da wurde nicht konsequent aufgeräumt vor dem Tor. Ja, das ist ärgerlich. In so einer Phase, wo die Krügler sie dann mehr Druck aufgebaut haben, gerade nachdem sie da komplett waren, kommt dann halt das 3:1. Ja, Lisa Bossmanns. Ich glaube, du sagtest es. Gefährliche Geschwister. Die Bossmanns. Auf jeden Fall. Ja, was die Strafzeiten angeht, da sind die beiden auf jeden Fall ligaweit ganz vorne mit dabei, aber auch punktetechnisch. Jetzt muss man es nehmen, wie es gefallen ist. 1:3, es ist ja noch genug Zeit. Wir haben noch 13 Minuten auf der Uhr. In 13 Minuten ist schon viel passiert. Toller Schuss von Emily da und wieder nachgegangen. Wieder nachgegangen. Strammer Schuss, Lucy super nachgegangen. Gute Gelegenheit. Wieder mit dem besseren Ende für Mechelen. Tja. Bulli gewinnt. Paula mit dem Versuch. Jetzt Lea genau im Drittel gehalten, aber die Gelegenheit für Mechelen zu klären. Das ist keine Eisung. So, jetzt vielleicht ein bisschen entspannter hinten raus in den Aufbau fahren, weil Mechelen da auch nachgeht. Also die setzen nach. Setzen ob 9 oder nicht, die geben Vollgas. So, und mit Schwung. Paula jetzt mit der Gelegenheit und wieder was dazwischen. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Und Strafzeit für Mechelen. Toller Schuss von Emily. Direktabnahme im Schlagschuss. Und mit ihrem flinken Handschuh wieder runtergeholt. Wieder rausgeholt. Spitze. Auf jeden Fall. Aber jetzt mal die Crocodiles in Überzahl. Jetzt, genau. Da bin ich mal gespannt, was sie sich da überlegt haben. Also Mechelen hat es ja eigentlich schon gut vorgemacht. Wenn sie im Drittel waren, dann hatten sie auch den Puck sicher. Also sind wir mal gespannt, ob das was wird. In Mechelen, die Crocodiles erfolgreich und gewesen. Der Versuch der Direktabnahme, keinen Druck drin gekriegt. So kommt der Konter in Unterzahl. Also in Mechelen, Crocodiles erfolgreich gewesen, in Überzahl. Jetzt die Gelegenheit, ungenauer erster Pass. Aber Ronja geht nach. Kapitän Ronja Helms vorweg in die Ecke, sauber rübergespielt. Jetzt haben wir mal Gelegenheit, in eine Position zu kommen. Gut die blaue Linie gesehen und jetzt nicht überhastet, sehr gut gedacht. Ja, zu zweit vom Tor gewesen gerade, die Crocodiles. Und jetzt heißt es wieder neu aufbauen.
Gelegenheit zum Wechseln genutzt, der Sturmreihe. Die Gelegenheit, genau, wird zum Wechseln genutzt. Jetzt zweite Überzahlformation und der Fehlpass aus dem eigenen Drittel raus. So, jetzt darf man natürlich jetzt nicht trödelig mit seiner Zeit umgehen. Erstmal haben wir sowieso ja nicht mehr lange und Überzahl, oft haben wir sie noch nicht gesehen bisher. Da muss man natürlich gucken, dass da auch was kommt. Jetzt mal vielleicht die Gelegenheit. Emily geht mit Dampf, Lucy über links rein und dann genau abgedreht, wartet auf ihre Gelegenheit. Schussmöglichkeit. Strammer Schuss, leider kein Abpraller. Ja, im Tor bei Mechele, Nina von Orshagen. Vorgespräch mit Malte Krüger, altinternationaler Malte Krüger, sagte mir schon, dass das eine Granate im Tor ist. Und er hat recht. Dieses Mal recht. Dieses Mal recht. Ja, nein, ja also jetzt haben wir die Auszeit. Ja, das macht die Torhüterin echt wirklich sehr schnell unten, aber auch die Schüsse, die auf ihre Fanghand kommen, allesamt weggefischt. Schnellen Handschuh steht sicher. Ja, ich glaube, die Auszeit kommt von Farmsen, heißt Coach Sarah Spieß, ich glaube, wir sehen es auch, nutzt die Gelegenheit, einmal neu zu ordnen für die Schlussoffensive. Ich glaube, wir haben noch knapp 10 Minuten auf der Uhr. Zwei Tore, drei wären besser, alles möglich. Alles möglich, ja. Die wäre auf jeden Fall langsam nötig, jetzt die Offensive zu fahren. Wobei, es mangelt ja nicht an Chancen. Es mangelt nicht an Chancen, es muss jetzt mal was Zählbares dabei rauskommen. Vielleicht mal so ein Ekeltor, was durchrutschen, Abpraller, Abstauber, irgendwas Zählbares. So, wieder Bulli-Gewinn von Lucy, aber Missverständnis da. Ja, Paula wühlt da, super, hat sie, hält sie drin. Dann der Pass zu Emily, die ins Drittel geht. Und da ist jetzt, Sophie war frei. Paula an der blauen Linie sieht Emily. Und super Schuss. Freie Schussbahn, guter Schuss, wieder gut pariert. Das sah nach Überzahl aus. Ja, jetzt stehen sie mal. Jetzt stehen sie, Mechelin jetzt wieder komplett. Torraum abseits. Ja. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Habe ich auch nicht so gesehen, aber der war kompetent. Torraum abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, da müsste man nachher mal nachfragen. Ja. Da wird nochmal genau nachgefragt. Ja. So, Bulli vor dem Drittel in der neutralen Zone. So, Mechelin jetzt mit Druck raus. Aber der. Na ja, doch, kriegen sie. Und dann mit Tempo rein. Schöner No-Look-Backpass, aber da irgendwie hakt er es. Gut gestellt vom Schiedsrichter. Ja, sonst ein sehr gut gefahrener Aufbau. Gut. No Look Backhand kann ich jeder. So, jetzt mal der Versuch. Ja, ein Versuch. Ja, vielleicht sollte da das Hybrid erlaufen werden. Aber die Außenstürmerin hat nicht geschaltet. Ja, da sehen wir es auch im Gespräch. Lea und Ronja, das war wohl ein Missverständnis. Nun gut. Ich muss sagen, seit dem 1:3 hat man ein bisschen das Gefühl, dass Michelin da ein bisschen besser immer aus dem Drittel rauskommt. Tja, wieder eine gute Einschussgelegenheit, gut pariert. Die arbeiten vorm Tor, die sind giftig, die sind immer noch spritzig. Und jetzt sind 9 Minuten, 3 Tore wollen wir noch haben, alle 3 Minuten eins. Alles drin. Das war immer ein bisschen überhastet von hinten raus.
Aber da wahrscheinlich wieder auch der Versuch eines Hybrids. So, der Versuch jetzt und den erläuft sich Emily natürlich. Den passt dann aber zu ungenau. Das kostet natürlich auch alles immer wieder Kraft. Kostet Kraft. Jetzt Sophie mit Schwung. Passt Paula über links rein. Schöne Bewegung, um dann den nicht durchgesteckt zu bekommen. Jetzt Puck tief. Ja. Und wieder neu aufbauen. Aber haben sie bleibt im Puckbesitz. Und das war super. Das schön durchgekriegt. Super Bewegung dahinter am Tor. Die Mitspielerin gefunden. Da wollte ich eigentlich schon sagen, da hätte man früher abspielen müssen. Aber hat ja noch so geklappt. Sophie noch mal rein mit Schwung. Der Schuss. Schussversuch. Von der Grundlinie. So, weiter geht's. Puck im Drittel gehalten. Paula jetzt mal mit der Gelegenheit, aber auch das nicht. Trotzdem weiter behalten. Sieht ihre Schwester nicht genau genug. Sophie hält drin. Jetzt. Sowas wäre es mal gewesen. Das hätte mir gefallen, wenn das durchgerutscht wäre. Schade. Schade, in der Tat, ja. Aber der. Ich glaube, wir waren jetzt fast eine Minute im Puckbesitz, im gegnerischen Drittel. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist das Zielbar. Das ist mein Tor. Ja, schön festgesetzt. Naja. Bulli gewinnt auf Lea. Wir hatten schon gesagt, stramm Schuss. Puck ist frei. Auch da wieder keiner vom Tor, der das Glück hat, dass der Puck vor den Schläger fällt. Melanie hält drin. Leider doch nicht. Oh. Ich glaube, jetzt wurde umgestellt auf zwei Reihen, um jetzt am Ende nochmal ja. mit Gas da reinzugehen. Und jetzt kann Michelin sich befreien und jetzt muss man natürlich mit Countern aufpassen. Aber gut verteidigt. Steffi war und jetzt kann man. Ja. So. Hätte, oh. So manch ein Schiri da vielleicht gepfiffen. Ja, schön abgelegt, aber dann nicht reingekommen. Valerie muss da wieder den Weg über die Verteidiger nehmen. Das kostet natürlich alles Zeit. Und jetzt. Oh, der Fehlpass. Das kann gefährlich Fehlpass werden. Fehlpass kann gefährlich werden, aber überhasteter Abschluss. Und wieder. Also, ich glaube, wir haben jetzt viel mit Hybrid spielen. Hat bis jetzt leider noch nicht geklappt. So, ganz langen Schläger von Emily. Mit Schwung. Jetzt vielleicht mal. Auf der Suche nach Paula. Und der Puck geht raus. Sophie muss wieder ganz von vorn anfangen. Jetzt übergeben zum Aufbau. Jetzt geht's mal schnell. Gut abtropfen lassen. Lucy geht ins Drittel rein. Schussversuch. Den eigenen Abpraller geholt, hinter das Tor gelegt und. Und nix. Und nix, ja. Um das zu vervollständigen. Ja, aber immerhin etwas, dass man noch im Puppe sitzt. Jetzt mal! Rutscht da unter dem Schuss durch. Gibt's ja gar nicht. Rutscht da der Puck und dann. Also jetzt sehr, sehr viele Schüsse, aber keiner, der irgendwie so richtig gefährlich. Jetzt vielleicht mal mit Zufall. Ja, Paula jetzt mit der Gelegenheit und. Mit dem Querpass dann. Das
schön. Und Lucy gehalten. Hält, Quatsch, Sophie hält drin. Guter Passversuch, wieder guter Passversuch. Wir sagen immer dasselbe. Ja, weil es leider nur bei den Versuchen bleibt. Das bleibt bei den Versuchen. Nicht durchgegangen, schade. Wie gern würden wir sagen, was für ein schöner Pass und was für ein schönes Tor. Aber jetzt Icing von Michelin, das heißt, sie können nicht wechseln. Das heißt, die Spieler, die eben schon eine Minute drauf waren, müssen noch weiter drauf bleiben. Und das könnte jetzt vielleicht noch eine Chance sein, da was Zielbares zu holen. Aber die laufen ja schon, ja, die laufen ja wie die Verrückten. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Crocodiles müde werden, anstatt Michelin. Jetzt wieder eine Auszeit. Jetzt, genau. Wahrscheinlich auch, damit die Michelin der Mädels ein bisschen Pause bekommen. Power Move vom Trainer. Power Move, sagt man so? Ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall clever gemacht. Clever gemacht, genau. Beim Icing darf man nicht wechseln. Die Auszeit genommen. Ja, was soll er groß sagen, außer lass kein Tor mehr rein. Ja, macht so weiter, Mädels. Steht gut und genießt die Pause. Ja. Ja, ist halt die Frage, was Sarah Spieß noch hier im Mädels mitgegeben hat. Vielleicht noch einen taktischen Kniff. Einpeitschende Worte. Was auch immer war, wir sind gespannt, ob sie das aufs Eis bringen können. Vier Minuten zu spielen. Bulli verloren, das tut weh. Wird zurückgeholt und ja. Und jetzt wieder. So, das Gelegenheit aufzubauen, aber ungenauer Pass raus. Den erläuft sich die Melanie aber. Ja, aber der Schläger ist zu kurz. Ja. Oha. Ein kleiner Zokolov in deinem eigenen Drittel. Das kann ins Auge gehen. Ist jetzt gut gegangen in dem Fall. Und jetzt mal schauen. Und jetzt das lange Ding. Diesmal funktioniert mit dem Hybrid. Aber dann natürlich ganz alleine ist die Ronja da vorne. So, jetzt. Vielleicht vor das Tor bringt das mal da was durchrutscht. Und nochmal die Schussgelegenheit. Und wieder ein guter Catch. Gesaved. Sehr engagiert. So, Lucy Bulli gewinnen, ja, jetzt können wir es sicher sagen. Aber so eiskalt langer Bulli. Wie im ersten Drittel. Kampf und dann auch der ist. Da ist er der drin. Ist drin, der ist drin. Brachialer Schlagschuss. Einfach durchgeschossen. Blitze kann man nicht halten. Einfach durchgeschossen. Einfach durchgeschossen. So, und jetzt haben wir noch 2,5 Minuten. Ja, da freuen sie sich mal. Schön. Da wollte der Schiri schon fast abpfeifen und er ist der Puck noch hinten durchgekommen. Der ist dann noch mit Restgeschwindigkeit. Toller Schlagschuss. Toller, auf jeden Fall. Sehr toller Schlagschuss. Tor für die Crocodiles. Torschütze. Unsere Nummer 2. Unsere Nummer 4. Anna Emelix auf zum Spiel. Unsere Nummer 5. Auch noch nichts. Genau. Ja, wie eben schon angesprochen, die beiden Nix und Lucy. Super, hier blind raus. Und jetzt mit dem 2 gegen 1. Wenn es jetzt mit Lucy schnell geht. Tor! Das ist 3-3! Ja, wie geil ist das denn? Durch die Hosenträger. Durch die Hosenträger, durchgeflutscht. Schönes Solo da innerhalb von, weiß ich nicht, was waren es? 10 Sekunden, 2 Tore. 20, 2 Tore und es ist Sekunden, laut. 20 Sekunden, 2 Tore, es ist laut. Und es ist sehr, sehr laut in der Halle. Den hat sie reingewollt, das hat mir schon angesprochen, ist eine Torjägerin und das war klasse. Vielleicht geht ja noch mehr. Vielleicht geht noch mehr. Warum denn nicht? Wieder wie gesagt, eben angesprochen, bei dem Tor eben beide Nächsten Lucy beteiligt, jetzt wieder Lucy.
Also es war schon gut gemacht von Sarah, die drei da im Sturm zusammenzuziehen. Ja, die ganze Gang wieder beisammen. Vor der Saison aus Ingolstadt gekommen, alle drei. Da sieht man auch die Erfahrung und da geht es gleich weiter. Auf jeden Fall Lob an den Manager, ein paar gute Transfers getätigt. Das war die Chance, der trauern wir gleich vielleicht, hoffentlich nicht, noch nach, aber da ist ja noch. Abseits! Das beruhige dich bitte. Naja, abseits. Kann passieren. Ja, die haben jetzt natürlich Bock, die haben Zug zum Tor. So, jetzt nochmal Wechsel. Der erste Block nochmal drauf. Gucken wir mal, was noch kommt. Ob noch 2 Minuten reichen. Da sind doch, wenn jetzt noch ein Pfeil im Köcher ist, gehen wir alle mit dem Lächeln nach Hause. Gehen wir alle mit dem Lächeln nach Hause. Obwohl das eigentlich jetzt auch schon gut ist. Der Punkt ist natürlich besser als kein Punkt. Das ist richtig. Aber jetzt hatte man irgendwie wieder 3 Minuten das Gefühl, dass die ja viel mehr könnten, als sie eben in... Jetzt aber vorsichtig vor dem Tor. Genau, guter Schuss. 40 Minuten abgeblockt und wir sehen und jetzt mit schnellen Schritten der Nix Express kriegt es im Fall noch gelegt, das ist keine Strafzeit. Da hatte das Schiedsrichter gespannt. Da hat sie die Hüfte noch rausgedreht. Ich hätte gesagt faul. Gut. So, jetzt gucken, dass man Dampf macht. Puck am besten im Drittel halten. Traumhaft. Tor! Ja! Wie geil ist das denn? Da ist es doch. Da ist es 4-3. Super durchgestreckt. Super in den Winkel gelöffelt. Da geht dann ja das Herz auf. Paula Nix hier mit dem 4-3. Und das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das jetzt nicht nach Hause geschaukelt bekommen. Ja, da fragt man sich doch, warum haben die so lange gebraucht? Schnuppern lassen. Schnuppern lassen. Ja, wenn das Absicht war, dann... ziehe ich meinen Hut. Ich glaube, das spricht für uns beide, wenn wir beide unseren Hut ziehen. Jetzt natürlich aufpassen. Jetzt heißt es aufpassen. Jetzt nicht schnarchig sein. 43,8 Sekunden haben wir noch. Ja. Ja, jetzt schön hinten sichern. Bulli gewinnen. Sehr gut. Und dann, ja... Genau, Uhr von der Zeit von der Uhr nehmen und mal gucken, ob Mechelin noch einen rausholen kann. Nein, also beziehungsweise dieses Mal nicht. Lucy geht da super nach, hält den Puck im Drittel. Paula wühlt mit, aber jetzt vielleicht nochmal eine Kontergelegenheit. Abgelaufen hier von Emily, die ein Trick. Ein schöner Einsatz von ihrer Schwester. Ja, genau. Und jetzt haben wir noch 10 Sekunden auf der Uhr. Der Trick war nicht so gut. Ja, aber die Schwester hat das ausgebügelt. Jetzt müsste das doch runter sein. 9 Sekunden sind es noch. Absolutes Abseits, das heißt Bulli im Drittel von Mechelin. Ah, das wusstest du? In der Tat, das wusste ich, ja. Danke der Nachfrage. Ja, und ich... 9 Sekunden. Ich würde behaupten, das wird nach Hause geschaukelt. Auch die Fans skandieren schon Sieg. Genau, Lucy geht vor, gewinnt den Bulli und jetzt vielleicht nochmal Paula mit einem Rückhand. Schuss. Das hätte den ganzen auch die Krone aufgesetzt, da jetzt noch mit Rückhand den reinzuwinkeln. Und jetzt geht das runter und damit ist das Ding durch hier. Und da haben wir es. Das war gut. Das war sehr gut. Alle, die schon vorher irgendwie ausgeschaltet haben, selber schuld. Das hat in den letzten 3 Minuten nochmal so richtig Spaß gemacht. Schön, wie die Mädchen sich freuen. Hat lange gedauert, Steven. Es ist am Ende doch die Luft gewesen bei Mechelin. Schien fast so. Ja, schwer zu sagen. Also ich hatte eher das Gefühl, dass da Emily, Lucy und Paula nochmal irgendwie irgendwo was hergeholt haben. Irgendwo. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Mechelin da jetzt irgendwie eingebrochen ist. Als hätten sie einfach nicht akzeptiert, hier irgendwie einen Punkt abzugeben. Toll gemacht.
Hervorragend, ja, gerade Hinspiel 4-3, Hinspiel 4-4, Rückspiel 4-3. Das war auf jeden Fall Werbung für den Eishockeysport, für den Damen-Eishockeysport. All diejenigen, die heute zu Hause geblieben sind und gesagt haben, ah, ich guck mal rein, vielleicht ist das ja ganz gut, denen sei gesagt, das ist sogar sehr, sehr gut. Ja, und vor allem, was auch noch sehr, sehr gut ist, dass man jetzt Michelin überholt hat in der Tabelle und jetzt auf Platz 2 steht. Punktgleich zwar mit Michelin, aber ja, wen juckt das? Wann ist das nächste Heimspiel? Das nächste Heimspiel? Das ist eine gute Frage, das werden wir mal herausfinden. Das nächste Heimspiel ist auf jeden Fall bei Facebook einzusehen, bei den Damen. Sehr aktive Facebook-Seite, sollte man sowieso gefällt mir drücken, um da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns. Ja, von mir auch. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Und geben... Und sagen Dankeschön.
Thank you.